Hallo und herzlich willkommen. Jetzt, wo ich das Video aufnehme, ist es Sonntag. Und Sonntag ist der Tag, wo ich sage, der darf einfach auch mal sein. Und da müssen wir jetzt nichts großartig tun, müssen uns nicht damit beschäftigen, was könnten wir verändern, was sollten wir denn machen. Nein, einfach heute mal nur sein. So sein, wie du gerade bist. Natürlich darfst du dich beobachten dabei und darfst ab und zu mal schauen, was machst du denn da gerade? Und ja, das kann zu interessanten Dingen führen, dass dir etwas auffällt. Dann schreib es dir gerne auf, weil schnell haben wir das auch wieder vergessen. Kennst du das? Du hast eine tolle Idee, dir fällt irgendwas ein und du schreibst es nicht auf. Und am nächsten Tag fragst du dich, was war denn das nochmal für eine Idee? Das wäre natürlich schade. Also von daher, ist vielleicht doch gut, ein bisschen was zu machen. Aber ansonsten einfach so zu sein, wie du gerade bist. Und ja, du darfst natürlich schauen, ob du damit glücklich bist. Ob du wirklich merkst, das bin ich. Oder du merkst, da sind noch ein paar Sachen, die sind nicht so, wie ich eigentlich denke, sein zu können. Ich bin. Was kommt danach? Was würdest du danach dran setzen an Attributen, an Bezeichnungen? Ich mache mal ein Beispiel. Ich bin liebevoll. Ich bin verlässlich. Ich bin ja, gut in das und das. Ich bin als Heiler tätig. Ich bin als ja, jemand tätig, der anderen Impulse gibt für ihr Leben. Und schau einfach mal, was du dann dafür Bezeichnung hast und in welcher Kombination du etwas verwendest. Und vielleicht natürlich auch immer wieder, wenn so einzelne Stichworte kommen. Das ist ja auch eine Sache, wo man daraus lernen könnte, wenn man möchte. Einfach sich daraus dabei beobachten. Und ansonsten, ja, wie gesagt, einfach den Tag wirklich voll genießen. Du darfst heute wirklich so sein, wie du im Moment bist. Ich hoffe, dir gefällt das, was du da merkst, was du bist. Und wenn du Unterstützung brauchst, weil du sagst, na, da ist vielleicht doch noch was. Da hätte ich noch so ein, zwei, drei Wünsche, die berühmten drei Wünsche. Ich freue mich von dir zu hören und wünsche dir, wie gesagt, einen wunderschönen Tag und mach einfach das Beste für dich draus und genieße es. Danke für deine Aufmerksamkeit. Bis dann.